Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Kollegin Pauls hat gerade darauf hingewiesen, dass die examinierten, gut qualifiziert ausgebildeten Pflegekräfte in der Altenpflege endlich entsprechend bezahlt werden. Ich finde allerdings, dabei kann man nicht Schluss machen, sondern das Ziel muss bei einer, insbesondere bei einer generalistischen Ausbildung, die wir in Schleswig-Holstein ja miteinander umgesetzt haben, das Ziel muss die Angleichung beider Bereiche sein. Also Altenpflege muss genauso vergütet werden wie in der Krankenpflege. Anders kann das gar nicht sein. Ich sage sehr klar, dass der grundlegende Webfehler des Sozialgesetzbuches 11, wenn man mal jetzt viele Jahre zurückgeht, die Jüngeren unter Ihnen mögen sich da gar nicht dran erinnern, die Älteren sehr wohl, 1994, als die Pflegeversicherung endlich ihre parlamentarische Hürde genommen hat, hatte sie halt einen Webfehler, weil es ist immer von einem begrenzten Finanzvolumen ausgegangen. Kein Mensch hat jemals gefragt, welche Pflegebedarfe sind eigentlich zu finanzieren. Und das merken wir mit jedem Jahr schmerzlicher. Und dass unsere Demografie, unsere Soziodemografie sich verändert, wie sie sich verändert, das ist jetzt nicht irgendwie total überraschend, sondern das hat der Deutsche Bundestag 1979 bereits in seiner Enquete Demografischer Wandel unserer Gesellschaft festgestellt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der von der Kollegin Pauls zitierte Betrag, nämlich im Durchschnitt in Schleswig-Holstein, liegt der Eigenanteil zum 01.07.2022 laut VDEC bei 2062. Dem möchte ich gerne mal den Betrag den Pflegebedürftigen, einem Pflegebedürftigen, einer Pflegebedürftigen des Pflegegrads 4 zusteht nach der gesetzlichen Pflegeversicherung. Der ist nämlich inzwischen geringer als der Eigenanteil. Das sind 1.775 Euro beim Pflegegrad 5. Der liegt übrigens auch noch drunter, der Betrag. Der beträgt 2.005 Euro, und zwar seit 2017 unverändert, weil die Leistungen seit 5 Jahren nicht angepasst werden. Dass es da eine eklatante Lücke ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, das ist jedem klar. Liebe Kollegin Langsch, ich habe die versöhnlichen Worte zum Abschied, zum Ende Ihrer Rede wohl wahrgenommen. Ich versuche mal, Sie davon zu überzeugen, stimmen Sie doch der FDP-Initiative zu. Warum? Warum, meine sehr geehrten Damen und Herren? Und es gibt einen Seismografen hier im Schleswig-Holsteinischen Landtag, wenn ich in das Gesicht von Werner Kalinka gucke, und er versucht nicht zu schmunzeln, und er schmunzelt doch, dann freut mich das immer besonders. Denn was hat die FDP getan? Wir unterstützen Sozialministerin Touré, die einen sehr präzisen Vorschlag, wir hätten nichts anderes gemacht. Unterstreicht das, unterstützt das, was Sie vorbringen. Ich will daran erinnern, dass die Kollegin Melanie Leonard und ich in der vergangenen Legislaturperiode mal den Vorstoß unternommen haben, mit einer gemeinsamen Bundesratsinitiative von Hamburg und Schleswig-Holstein genau das zu tun, nämlich die Beiträge zu deckeln. Damals haben wir noch überlegt, ob 1.000 Euro Maximum so irgendetwas sind, womit man zumindest kalkulieren kann, wissend, dass es Durchschnittsrentnerinnen und Durchschnittsrentner gibt, die auch darunter verdienen. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Vorschlag, mit dem jetzt offensichtlich auf der ASMK, ich gehe übrigens davon aus, dass er eine Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen so sehen wird, das war jedenfalls in der Vergangenheit so, da braucht man nicht so zaghaft sein, wie der Koalitionsantrag daherkommt. Der ist ja völlig offen. Sie sagen ja gar nicht genau, was Sie wollen. Ihre Ministerin hat schon, bevor Sie den Antrag gestellt haben, sehr präzise gesagt, mit was Sie in diese Fachministerinnen- und Fachministerkonferenz reingehen. Also nur Mut, liebe Kolleginnen und Kollegen von Grün und Schwarz oder von Schwarz und Grün, stimmen Sie einfach dem präzisen FDP-Antrag zu, der nichts anderes macht, als Ihre eigene Ministerin zu unterstützen. Aber, meine Damen und Herren, das neue Traumduo dieses Landtages, Pauls und Gag, haben noch auf etwas anderes hinzuweisen. Wir haben noch auf etwas anderes hinzuweisen. Die Kollegin Pauls hat noch sehr freundlich formuliert, auch das Land könnte unterstützen. Jetzt müssen wir mal ganz kritisch mit uns allen umgehen, also auch ich mit mir in der Vergangenheit, auch andere Kolleginnen und Kollegen in den Ländern. Schauen Sie mal den Paragraphen 9 des SGB 11 sich an. Die Länder haben eine Verpflichtung für eine ausreichende Pflegeinfrastruktur zu sorgen. Die Länder sind verpflichtet,
zu investieren in die Pflegeinfrastruktur. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, würde auf einen Schlag die Pflegebedürftigen in Schleswig-Holstein in den stationären Einrichtungen um durchschnittlich 500 Euro im Monat entlasten. Das wird Monika Heinold nicht besonders gefallen, aber ich glaube, dass wir in dieser Legislaturperiode um diese Frage gar nicht umhinkommen. Also Zustimmung zur Unterstützung der Sozialministerin. Ich bedanke mich und wünsche ebenfalls ein schönes Wochenende.